So, moin moin auch. So, und weiter geht's auf der Sonton Map. Mit dabei Frühaufsteher. Frühaufsteher, ja, Mr. Björns. Hi. Ich hätte Blitzmerker sagen sollen. Naja, und mit mir den gloriosen Lastus. Also, es ist immer wieder eine Überraschung, ne? Das ist ja. Das ist, nie ist es gleich. So, weiter geht's. Anhänger ist voll, wir bringen weg. Das heißt, wohin bringen wir überhaupt? Der beste Kurs ist Blue Spear Store, wird das so gesprochen? Blue Spear Store, ja. Die blaue Sphäre, irgendwo unten bei der BGA, unten in der Ecke. Ah ja, da. Fahren wir. Ja. Soll ja ganz einfach sein. Wir fahren mal los. Mockout, ne? Na, man sieht sich. Haha. Das Strohverkaufen bringt doch ganz schön was, ne? Für den Anfang nicht schlecht. Ja, ich kann es nicht sehen, ich hab null. Achso, ja, von 20 auf 30.000 sind wir. 30.900. Nur der Stroh? Krass. Da geht was. Ist ja High-Quality-Stroh. Na klar. Oh, überbreitet darfst du auf der Straße aber auch nicht haben, ey. Doch, Überreifung ist hier nix. Dann steckst du fest. Ja, wie damals auf der Map da, ne? Mit dem Puma. Wow! Alter! Größerer Traktor geht hier nicht. Brücke. Alter Schwede. Muss man also überlegen, wo man langfährt, wenn man einen größeren hat. Scheiße. Jetzt bin ich hier auch noch falsch abgebogen. Jetzt bin ich auf dem Sandweg. Schnell wieder zurück. Der Sandweg sah so toll aus, dann wollte ich rein. Oh, toll hier, Sand. Geht's hier zum Strand? Alter, die ist aber gut gemacht, lieber. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist schick. Alter Schwede. Da geht was, mein lieber Herr. Boah, Matsch. Matsch? Ja, ich bin voll durch Matsch gefahren. Wo, auf dem Feld oder was? Nein, zum Hof hin. Toll. Ich habe da die andere Einfahrt genommen. Da ist voll eine fette Matschgrube. Ein Glück bin ich stecken geblieben. Muss man denken, auf der anderen Seite fahren, ey. Muss ich dir mal zeigen. Das ist krass. So, jetzt die Frage, wo ist denn hier zu der Schweinerei, meinst du? Ja, irgendwo da ist ja so ein komisches Zeichen. So, ich bin jetzt hier gerade selber neu. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh Gott, ich bin fast zu den Hühnern reingefahren. Ich glaube, die haben jetzt einige Eier gelegt. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Hoppala. Rubel rollt, aber mal gucken, wie viel. Von 30.000 auf 48.800. Ja. Da geht was. Boah, die Schranke geht nicht auf.
Oh, ich fahre mal vorbei, Mann. Neue Map. Neue Aufregung. Ey, geradeaus ist auch so eine kleine Burg scheinbar. Ey, die Atmosphäre ist ja toll hier. Schon vorsichtig fahren. Ach, hier rechts ist auch unser Acker. Wo jetzt drauf gepflanzt ist, okay. Aber bis du hier lang fährst jetzt, aber. Junge, Junge. Toll. Faszinierend. Total hübsch. Ja, da haben wir was Tolles rausgesucht. So, sind wir gleich schon wieder da. Und dann werde ich mal eine Runde weiter dreschen. Und Björn macht in Stroh. Hm? Warum liegt da Stroh? Fehlt nur noch, da ich eine Maske trage. Hm. Oh Mann. So, klicken wir mal links. So, dann kann er drüber. Dann mal rein in den kleinen Schnuppelputz. Gas. Hey, was ist das? Oh, ist aber voll. Toll, Björn. Vollgas, was? Oh Mann. Einmal mit Profis. Bogen packen wir immer ab. So. Und fertig. So, jetzt aber. So, dann dreschen wir mal schön, ne? Ja, ihr bemerkt, dieses Startfeld ist schon echt riesig, ne? Und dann haben wir ja noch so ein großes, noch eine Wiese und ein nicht bepflanztes. Das ist ganz gut bei der Größe, da kommt man schnell in Schwung, ne? Oh ja. Wir haben eben auch schon so ein bisschen ohne Aufnahme weitergespielt, um mal so ein, zumindest so ein paar Reihen zu überspringen, dass ihr nicht hier 50 Folgen hintereinander habt, wie endlich ein Feld ab. Ja, das ist ungünstig. Vor allem bei dieser Größe, muss man vorstellen, wenn wir das flügen müssen.
Pflügen, Düngen, Ansehen, da ist man bestimmt bei einigen Folgen dabei. Na gut, du kriegst ja hier auch eine Menge an Kohle zusammen. Kannst ja so auch schnell größere, ja, Schneidwerk, wenn es ein größeres gibt, oder einen Flug holen, ne? Ja. So ein Riesenflug wäre perfekt. Was wir im Stream haben zum Beispiel. Ja, muss aber auch einer ziehen können, ne? Der Gloriose vielleicht? Ja, die haben alles gleich so, ne? 200 und PS. Aber man kann sagen, über die Hälfte haben wir schon, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, wo ich meinte, wo man da durchfahren kann, ist direkt hier vorne. Das habe ich dir in der ersten Folge gesagt, dass du einfach nur rechts rumfahren brauchst. Hm? Erinnerst du dich noch an diesen großen Umweg, den du gefahren hast? Da bin ich rechts lang. In dem Fall muss man aufpassen, da ist ein riesiges Matschfeldloch. Hier vorne zum Hofbrech oder was? Yep, da wo du gerade lang gefahren bist. Da macht man den Trecker schön dreckig irgendwie. Muss man alles zumachen, ansonsten sieht man auch so aus wie der Traktor denn. Schönes Band abbrechen. Oh, der Rubel rollt wieder, sehe ich. 48.925, eine Fuhre bringt also 1674. Vor dem zweiten Feld sollten wir vielleicht so ein bisschen was behalten. Zum Einstreuen. Kann man bestimmt irgendwo einlagern. Ja, einen Haufen können wir zur Not überall. Sonst finden wir bestimmt so eine Scheune. Oh, Björn, Alter, der ist so fertig, der Typ, Mann. Immer schön einen Haufen machen, irgendwo. Irgendwann schubse ich ihn einfach von der Brücke und suche mir den richtigen LF-Spieler als zum Partner. Hey. So, hopp, Mensch, Björn, da ist er doch glatt weg mit seinem Traktor von der Brücke gefallen. Wie unglücklich. Auf diesen Weg suche ich dann. Jetzt, du bist doch der Einzige, der von der Brücke gefallen ist mit deinem Riesentraktor. Mhm, Toffi hat geschoben wohl. Dafür gibt's keine Beweise. Man hat nur gesehen, wie du alleine da auf der Brücke standest, so auf ein Rad oder so, und dann auf dem nächsten Bild warst du plötzlich im Graben drin, von der Brücke gefallen. So eine Kamele alles. Kamele. Toll, so kleiner Drescher. Ich freue mich jetzt schon auf einen größeren, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich für den hier kein größeres Schneidwerk, wa? Für den größeres? Ich glaube nicht. Ich glaube, da muss man erst einen größeren kaufen. Irgendwas ist ja immer. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wie die Map denn so sich spielt, wenn sie voll in Wallung ist. Du wieder ein bisschen in den Wald gehen kannst. Ein bisschen was in die BGA stopfen und die Tiere da sind.
So, und weiter. Das heißt, der Anfang ist so ein bisschen mühselig, ne? Aber es muss schon, das gehört ja dazu. Ich weiß nicht, ob wir bei den Flügen uns, wenn wir noch von der ersten Geld uns entweder einen zweiten Flug holen, dass wir zusammen eben flügen. Oder einen größeren. Ja, aber das ist die große Frage. Ich denke mal, einer flügt, der andere schon ansehen, dann gleich, ne? Muss man nicht erst tun? Bitte? Was? Muss man das nicht erst düngen und dann ansehen? Ne, die Saatmaschine macht vielleicht beides, die wir haben. Müssen wir mal gucken. Das Feld ja auch noch mal teilen oder so, dass wir kleinere Felder haben, ne? Können wir auch machen. Ja, halbieren zum Beispiel. Aber erstmal machen wir es platt, die Felder, und dann sehen wir weiter. Wieder leer machen. Oh, hier muss ja echt rangieren. Einmal zu viel Gas gegeben und schon muss man sich wieder freikämpfen. Das ist der Nachteil, wenn du mit Tastatur spielst, ne? So, ich mit Lenkrad, Gas und Bremse. Kannst ja alles so ein bisschen dosieren, ne? Das ist schon vom Vorteil. Auf dem Werber auf jeden Fall, ja. Aber ein Lenkrad würde für mich, glaube ich, nicht lohnen, weil ich nicht so der Autorennfahrer bin. Ich auch nicht. Hast ja gesehen, wie das bei Dirt geendet hat. Links und rechts in die Gräben hat das geändert. Das ist natürlich geil, wenn du nachher die Drescher hast, die dann einen Schneid, wer kann was doppelt oder dreifach so groß ist, ne? Dann ist die Welt viel schneller aus, ey. Ja, immer zu putzen und das Feld ist im Sack. So, dann wollen wir mal im Abbunker. Ich auch in meinem Bunker mitten in Berlin. Also ich schwöre euch, der ist immer so. Wenn er aufsteht. Das heißt, wenn ich aufstehe. Wenn du aufstehst. Ich hab doch gesagt, also gegen Mittag. Mein Fehler, ich vergaß, dass du erst um 21 Uhr Mittag machst. Nein, wann ist normal? So eins rum. Eins rum. Ziehen wir einen Graben um die Garage drum. So. Ich bin kein Rentner, der schon um 11 Uhr Mittag macht. So, und damit beenden wir diese Folge. Ich sage danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal zum Rentnerclub-Treff. In diesem Sinne, hopp gaut!
Bis zum nächsten Mal.